Als am Samstag die Einsatzmeldung Großfeuer bei der Freiwilligen Feuerwehr Westerland einging, war noch völlig unklar, welche Ausmaße das Feuer an einer Tankstelle in Westerland haben würde. Beim Eintreffen der Wehr wurde klar, ein PKW war während der Fahrt in Brand geraten und war auf dem Gelände der Tankstelle abgestellt worden. Erste Löschversuche waren schon von den beteiligten Personen vorgenommen worden. Die FFW Westerland kühlte das betroffene Fahrzeug. Um das Auslaufen der Betriebsstoffe so klein wie möglich zu halten, wurde ein Niederdruck-Wassernebelsystem eingesetzt und Ölbindemittel ausgebracht. Die betroffene Fläche wurde nach dem Einsatz gereinigt und an die Polizei übergeben.